Guten Tag zu diesem kurzen Rückblick über den Ahlemer Turm Hannover. Der Ahlemer Turm Hannover wurde 1897 als Ausflugslokal gebaut und war zu dieser Zeit ein beliebtes Ausflugsziel der Hannoveraner. Gerne saß man im großen Kaffeegarten sonntags zusammen oder man erfreute sich der verschiedenen kulturellen Darbietungen dieser Zeitepoche. Vom Ahlemer Turm hat man bei gutem Wetter einen weiten Ausblick auf das Land zwischen Deister und Benterberg, die Leinaue und den westlichen Stadtrand von Hannover. Das landschaftlich schön gelegene Gebäude wurde 1897 auf dem Grund und Boden von Friedrich Ostermeier aus Limmer als Ausflugslokal gebaut. Der Ahlemer Turm entwickelte sich zu einer beliebten Erholungsstätte im Rahmen der damaligen Freizeitgestaltung. In der Zeit von ca. 1929 bis etwa 1939 gehörte das Restaurant der Gastwirtschaftsfamilie Karl Ehlers. Ende 1938, Anfang 1939 musste die Familie Ehlers den Ahlemer Turm an die NSV, die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, verkaufen. Das Gebäude sollte in ein Kinderheim umgewandelt werden. Der Zweite Weltkrieg machte einen Strich durch diese Pläne. Im Krieg richtete man im Ahlemer Turm den Brigadebefehlsstand der Flakbrigade 15 ein, kommandiert von Oberst Wolz und Major Bohn. Während des Zweiten Weltkrieges richtete man im Ahlemer Turm eine Telefonzentrale ein. Auf einer großen Karte registrierten Soldaten die Flugbewegungen der Bomberverbände. Wenn es dann rund um den Ahlemer Turm donnerte und krachte, mussten Unteroffiziere den Turm besteigen und die Bombeneinschläge beobachten. Das Zittern und Wanken des Turmes übertrug sich bei solchen Gelegenheiten auf die Beine der Soldaten. Die im März 1945 stattfindenden Bombardements sollten vermutlich eine in Sülze gelegene Metallschmelze treffen. Sie verfehlten den Ahlemer Turm knapp. Der schwarze Tarnanstrich des Ahlemer Turms überdauerte nach Kriegsende die Jahre. Sehr beliebt war der Ahlemer Turm auch als Tanzlokal. Man nutzte den großen Saal für öffentliche Tanzveranstaltungen. Etwa im Jahr 1947 wurde durch die Baufirma Kurt eine Zwischendecke in den großen Tanzsaal eingezogen, um so mehr Räume zu schaffen. Ohne Zwischendecke konnte man damals vom Erdgeschoss direkt 10 Meter hoch an die wunderschöne originale Holzdecke schauen. 1945, nach Kriegsende, wurde durch die Briten im Ahlemer Turm ein Übergangs- und Flüchtlingslager für Polen und Bulgaren eingerichtet. Etwa 1947 wurde durch die Arbeiterwohlfahrt im Gebäude und auf dem damals etwa 2 Hektar großen Grundstück ein Mädchenwohnheim gegründet. In dieser Zeit wurde auch die Zwischendecke in den großen Saal gezogen. Der obere große Saal im ersten Stock diente schon damals für Feierlichkeiten. 1950 bis 1953 diente das Gebäude auch zur Nutzung einer zweiklassigen Schule für Grundschulunterricht.
1956 Auflösung des Mädchenwohnheimes. Ebenfalls 1956 Entstehung eines Wohnheimes für arbeitslose Männer. 1957 Nutzung des Alematurms durch das Evangelische Hilfswerk als Anlaufstelle für polnische und russische Rückwanderer. Einrichtung eines Internats zur Förderung der Migration. 1961 Das niedersächsische Finanzministerium stellt das Gebäude und Grundstück der Landesverwaltung zu, nachdem es für den inzwischen verebbten Flüchtlingsstrom nicht mehr benötigt wird. 1964 Das Landesverwaltungsamt zieht wieder aus. 1965 Nutzung des Alematurms durch die motorisierte Verkehrspolizeistaffel. 1976 Beschluss zur Aufstellung von 15 Fertiggaragen für Polizeistreifenwagen. 1985 Der Alematurm wird unter Denkmalschutz gestellt. 1985 beginnen umfangreiche Bau- und Renovierungsarbeiten am Alematurm. Im Laufe der über 100-jährigen Geschichte des Baudenkmals hatten unzählige Institutionen, Behörden und Hilfsorganisationen die Räume und Grundstücke genutzt und so Geschichte geschrieben. Am längsten genutzt wurde der Turm von der Autobahnpolizei, die hier 1963 einzog und 1988 ihr 25-jähriges Jubiläum feierte. Nachdem der Alematurm nun etwa 8 Jahre nicht genutzt wurde und leer stand, bot die Stadt Hannover das Gebäude zum Kauf. Im Jahr 2007 wurde das erneut stark renovierungsbedürftige denkmalgeschützte Gebäude an den thailändischen Buddhistenverein und Tempel Wat Dhamma Vihara verkauft. Auch hier steht das Haus weiterhin im Namen der Gemeinnützigkeit allen Buddhisten und auch Hannoveranern, die Interesse an der thailändischen Kultur oder aber auch nur am denkmalgeschützten Gebäude haben, jederzeit offen.
Oh,
Oh.
Chit na pa.